Es gibt Situationen, in denen fühlen wir uns einfach unsicher. Wenn aber der hier dasteht, dann fühlt man sich irgendwie gleich sicherer, oder? Genau darauf setzt ein Berliner Geschäftsmann, der Polizeiautos vermietet und sich vor Anfragen nicht retten kann. Wir haben herausgefunden, was dahinter steckt und wer sich diese Fake-Sicherheit mietet. Die Zahl der Einbrüche in Deutschland steigt. Mittlerweile sind es täglich fast 460 Fälle. Deshalb wollen sich immer mehr Menschen davor schützen. Ein junger Berliner ist sich sicher, er hat die perfekte Lösung dafür gefunden. Ah ja, das ist wohl richtig. Sascha Biesecke vermietet Polizeiautos zur Abschreckung. Er und sein Kollege sind die Erfinder. Aber warum funktioniert dieses Modell? Wie seid ihr denn auf so eine Idee gekommen? Eigentlich vermieten wir die Fahrzeuge ans Fernsehen, also für Filmproduktionen. Dann stand es natürlich irgendwann natürlich auch in der Einfahrt. Und dann kam der erste Nachbar. Hat mal so über den Zaun geschmummelt, was ist denn das? Und dann hat er mal gefragt, na, ich habe doch Angst vor Einbrüchen. Kann ich denn sowas mieten? Dann hat man mal kurz drüber nachgedacht und dann kam, ja doch, warum eigentlich nicht? Die Nachfrage scheint ja irgendwo irgendwie da zu sein. 17 Stück dieser besonderen Polizeiautos sind regelmäßig im Einsatz, buchbar für 29 Euro pro Tag. Die Autos sehen so echt aus, weil sie echt sind. Sascha kauft der Polizei ausrangierte Dienstwagen ab. Die Autos liefert er persönlich an seine Kunden. Um mit dem Polizeiwagen herumfahren zu können, muss er aber ganz bestimmte Regeln beachten. Hier neutralisiert. Und das erkennt die Polizei dann so auch an. Ja, es ist ja nicht, die Aufschrift ist nicht zu lesen, sie ist nicht da. Ja. Somit haben wir kein Polizeiauto. Okay. Keine Aufschrift, kein nichts. Und auch keine Sirene oder polizeiliches Nummernschild. Ohne die typischen Merkmale darf das Auto sozusagen inkognito als silberner PKW mit blauen Streifen am Straßenverkehr teilnehmen. So getarnt hat Sascha, selbst wenn er echte Kollegen trifft, fast nie Probleme. Es kommt mal eine Kontrolle. Fahrzeugpapiere, Führerschein, der Klassiker. Dann wird gefragt, was ist es? Dann sagt man freundlich, ein Polizeiauto. Und damit ist die Sache dann schon geregelt. Wir sind überrascht, wie locker die echten Beamten das Ganze sehen. Aber so wie Sascha den Wagen präpariert hat, ist er auf den Straßen tatsächlich legal unterwegs. Die meisten Autos vermietet er an Einfamilienhäuser in Vororten. Kundin Tanja Ecke fährt für 2 Wochen in den Urlaub und wartet schon auf ihren Aufpasser. Katja, Tanja, hallo. 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 Das gestellte Auto ist da. Wunderbar. Der kann so stehen bleiben, oder? Na, ich würde sagen, ja, ich glaube, das klappt, weil es ist ja überall präsent. Man sieht es von überall, falls es von oben oder wichtig von unten ist. Die wichtigste Regel, das Auto muss auf einem Privatgrundstück stehen und ein Zaun drumherum sein. Das schränkt den Kundenstamm natürlich extrem ein. Ich habe jetzt darauf geachtet, ob es auch gut zu sehen ist, weil wir relativ weit hinten sind. Und so sehe ich natürlich, darum bin ich eben das Stück gelaufen, habe ich natürlich genau den Blick aufs Auto. Mhm. Heißt also, ich würde so kommen, hätte ich jetzt was Schlimmes vor, würde ich so gucken, aha, danke, und würde direkt weiterlaufen, weil mich das ja sofort anlacht. Mhm. Damit der Trick funktioniert, baut Sascha wieder alle Details an, inklusive polizeitypisches Kennzeichen mit 5 Zahlen. Ganz schön schräg. Wie ist Tanja auf den Service gekommen? Zur dunklen Jahreszeit laufen hier die Polizisten, die Kontaktbeamten rum, klingeln an der Haustür und sagen und warnen vor Einbrüchen. Und da habe ich von der Idee gelesen und dachte mir, was Besseres gibt es nicht. Ich habe das in der Vergangenheit schon öfter gemietet. Und das war ein tolles Feedback von den Nachbarn und von überall. Die fühlen sich natürlich auch sicher, wenn so ein Auto hier in der Gegend steht. Für längere Zeiträume kommt Sascha seinen Kunden preislich entgegen. Andere Alternativen sind da viel kostspieliger. 17 Euro pro Stunde nimmt ein Berliner Sicherheitsdienst für eine Objektbewachung. Wir treffen Jan Janisch, Chef einer professionellen Security-Firma. Katja, freut mich. Das ist Ihr Einsatzgebiet, ja? Das ist eins unserer Einsatzgebiete. Eine Wohnsiedlung, ziemlich ruhig und abgelegen, dadurch, dass es keine Hauptverkehrsstraße ist. Jan fühlt sich vom neuen Geschäftsmodell mit dem Polizeiwagen nicht bedroht. Er ist sich nämlich sicher, dass der Autoverleiher die potenziellen Diebe unterschätzt.
erstens war es jetzt in der Presse und wir sind ja nicht die Einzigen, die lesen können. Und das machen natürlich auch, sag ich mal, die Diebe oder Einbrecher. Jan ist deshalb davon überzeugt, dass er eine viel effektivere Alternative hat und die Nachfrage steigt. Immer mehr Leute sind dazu bereit, einen hohen Preis für extra Schutz zu zahlen. Jedes Jahr haben wir einen Zuwachs der Aufträge zu verzeichnen. Die höheren Preise für Jans Service kommen zustande, weil hier nicht nur Autos herumstehen, sondern Mitarbeiter aktiv vor Ort aufpassen. Hier müsste jetzt einer meiner Mitarbeiter drin sein, wenn er nicht gerade eine Runde macht, aber da die Standheizung an ist. Hallo. Hallo. Anders als bei den Leihpolizeiautos darf diese Sicherheitsfirma jeden Auftrag annehmen, egal ob Privatgrundstück oder öffentliches Gelände. Je nach Bedarf bewacht Mitarbeiter Johannes gezielt gefährdete Häuser. Gerade wegen dieser individuellen Überwachung und weil der Sicherheitsbeamte ständig in Bewegung ist, sehen die beiden in der Polizeiauto-Idee keine ernstzunehmende Konkurrenz. Ein Fahrzeug, was da rumsteht, ist erstmal statisch. Da passiert erstmal nichts. Wer auch immer dort irgendwas vorhat, geht einmal dran vorbei, geht zweimal dran vorbei und kriegt mit, da passiert überhaupt nichts. Ein Mensch, eine Person, die in Bewegung ist, oder generell, wenn eine Bewegung zu erkennen ist, ist Abschreckung genug. Das Wichtigste, um Einbrecher fernzuhalten, ist laut den Profis also Bewegung rund ums Gelände. Sascha Biesecke ist sich sicher, dass er das auch mit seinen Polizeiautos leisten kann. Kann man das dann als... Auch wenn der vorher spioniert etc., kann er ja gerne machen. Dann sieht das Auto, kann er auch machen. Da haben wir schon unsere Tricks, dass es nicht auffällt, dass es im Blinker steht. Welche natürlich? Da? Die verrate ich jetzt nicht. Okay. Das ist das Betriebsgeheimnis. Selbst wenn Sascha das Auto ab und zu umparkt, ist sein Spielraum auf dem Privatgrundstück klein. Organisierte Verbrecher durchschauen die Masche vermutlich schnell. Trotzdem ist das Auto eine preiswerte Abschreckung gegen spontane Gelegenheitstäter. Leute wie Petra kaufen sich damit ein entspanntes Gefühl für die Urlaubszeit.